Heute zeige ich dir, wie du ermittelst, wie hoch der Brandanteil deines SEO-Traffics ist. So, Freunde, das ist die 354. Folge von SEO Driven. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und mein Thema heute ist Brandanteil des SEO-Traffics. Wer vor zwei Wochen den T3N SEO-Check gelesen hat oder vielleicht hier auch regelmäßig bei SEO Driven auf YouTube, Facebook oder im Podcast reinschaltet, hat ja einen etwas provokanten und vielleicht auch ja polarisierenden Beitrag von mir gesehen, und zwar da ging es um 5 Dinge, die SEOs lieber verschweigen. Verlinke ich euch am Ende auch nochmal vielleicht auf der YouTube-Abspannkarte. Auf jeden Fall war dort eben einer der Punkte, dass bei SEO eben der Brand-Traffic meistens in der Statistik oder im Reporting mit reingemischt wird. Was bei AdWords mittlerweile ja relativ Standard ist, dass man eben den Brand-Traffic anders beurteilt als den generischen Traffic. Also wenn jemand nach meiner Firma, nach meiner Marke, nach meinem Produkt schon sucht, dann ist ja die Leistung von AdWords oder auch von SEO geringer, weil in der Regel, zumindest zu meinem Firmennamen, wird meine Website, wenn ich nicht alles völlig falsch mache, ja sowieso in Google erscheinen. Insofern, je nachdem, was für eine Firma es ist, wie bekannt die Marke vielleicht ist oder wie gut SEO auch auf andere Themen gemacht wurde, ist eben der Anteil der markenbezogenen Suchen und damit auch der Klicks und des Traffics und Conversions und so weiter eben auch zu bestimmen. Und ich will euch heute mal zeigen, wie das geht. Ihr habt mir ja auf meine Nachfrage hin fleißig Google Search Konsole Zugänge freigeschaltet. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit auch heute nochmal, denn ganz genau ermitteln kann man es natürlich nur mit der Google Search Konsole. Ich kann natürlich auch mit anderen SEO-Tools wie SEMrush zum Beispiel schauen, zu wie vielen Brand-Keywords erscheine ich. Das hatte ich ja auch in diesem Video zu dem Thema ursprünglich gezeigt. Und was hat das vielleicht für einen Wert oder ja, wie viele Klicks, wie viel Traffic steht da dahinter, schätzungsweise. SEMrush kennt ja die genauen Zahlen nicht, sondern schätzt eben anhand von Positionen, angenommener Klickrate, mal Suchvolumen, was auch wieder nur ein Schätzwert ist. Also das sind relativ unstabile Werte, ist vor allem für die Wettbewerbsbetrachtung natürlich interessant, weil ich natürlich nicht die Search-Konsole-Daten von meinen Wettbewerbern freigegeben bekomme in der Regel. Gut, ich habe also Beispiele mitgebracht, 5 Stück wieder an der Zahl, wo ich euch zeige, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Brand-Traffic? Schauen wir noch mal rein. Und los geht's mit regenwald-schützen.org, genauer gesagt https://www.regenwaldschützen.org. Also, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt in meiner Google Search Konsole Einführung, dass ihr hier auch verschiedene, für die verschiedenen Schreibweisen der URL auch verschiedene Properties anlegen müsst. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Insgesamt haben wir hier in den letzten 12 Monaten über 170.000 Klicks gehabt und 4,9 Millionen Impressions fast. Das ist natürlich auch spannend, überhaupt, was das für eine Werbeleistung ist. Ne? Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. 4 Millionen Impressions kostenlos quasi von Google, 4 Millionen Mal angezeigt worden, auch noch dann im Kontext der gesuchten Begriffe. Das ist sicherlich auch eine wertvolle Werbeleistung. So, durchschnittliche Click-Through-Rate 3,5%, durchschnittliche Position 10. Dazu habe ich ja schon in den letzten Videos einiges gesagt. Heute wollen wir mal gucken, was sind denn die Keywords, die auf Brandbezug haben. Da sehen wir hier schon, die meisten Klicks kommen eben über Oro Verde. Das ist eben die Organisation. Und das sind schon mal hier alleine 4 plus 3, na, fast nochmal 4, also 9.000 oder 8.000 Klicks.
Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier oben einfach nochmal einen Filter zu ergänzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Filter zu ergänzen. Wenn ihr hier den Filter ergänzt, dann wird nur unten die Tabelle entsprechend gefiltert, die Statistik oben aber nicht. Jetzt für solche Vergleiche ist es immer besser, wenn man oben filtert, weil dann eben auch die Statistik entsprechend angepasst wird. Also wir merken uns mal 171.000 Klicks. Und wenn wir jetzt hier mal den Filter auf die Suchanfragen, die Werde beinhalten, hinzufügen, dann bleiben noch knapp 9.000 übrig. Also von 171.000, 9.000, das ist ein relativ überschaubarer Teil an Brand-Suchen. Da haben wir dann hier, wie eben schon gesehen, die beiden Schreibweisen der Organisation, dann mit zum Beispiel dem Standort Bonn, dann Unterrichtsmaterial, Regenwald, was so das Schwerpunktthema ist, Jobs, Tropenwald, Stiftung, nochmal Bonn, Kritik und nochmal die URL. Ja, und das heißt hier 9.000 von 171.000 Klicks kamen nur über die Suche, über die Brand-Suche, und der Rest kam eben über generische Begriffe. Also hier ist es, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Wir haben eine relativ bekannte Marke. Wir haben hier ein relativ großes Volumen auch insgesamt. Es sind jetzt 12 Monate, die wir betrachten. Aber es ist eben, finde ich, ganz gut ausgewogen. So, dann sehen wir hier auch nochmal, ihr müsst auf jeden Fall euch aber nochmal angucken, technisch gesehen, ihr habt jetzt hier auch noch Klicks zu HTTPS ohne www. Die Property hattet ihr mir auch netterweise noch freigeschaltet, und ihr solltet auch nochmal die HTTP-Varianten euch anschauen, falls die noch nicht angelegt sind. Also da scheint die Umstellung oder keine Weiterleitung nicht richtig eingerichtet zu sein. Also da habt ihr auf jeden Fall auch noch URLs ohne www im Google Index, und das ist natürlich nicht so schön, das sollte man beheben. So, nächster Kandidat ist dann Flowers Deluxe. Da geht es um Blumen, wie man sich denken kann. Hier haben wir immerhin noch 2500 Klicks gehabt aus 126.000 Impressions. Und hier sind dann die Keywords mit den meisten Klicks schon generisch. Blumen verschicken auf Rechnung, Blumengesteck, Blumen per Post. Dann erst das vierte Keyword ist dann Flowers Deluxe. Also das weist auch schon mal auf einen geringeren Anteil hin. Werden wir gleich nochmal sehen. Wir merken uns 2400 oder 2500. Jetzt habe ich hier nochmal Flower gefiltert und nur 50 kam jetzt hier über die Marke. In dem Fall muss man eben auch gucken, insgesamt ist ja die Summe deutlich niedriger, aber eben auch die Marke jetzt hier noch relativ unbekannt, ja, also die Impressions zeigen uns ja in den ganzen letzten 12 Monaten wurde jetzt hier gar nicht so häufig gesucht, aber wir müssen auch bedenken, dass die Statistik hier gar nicht bis wirklich 12 Monate zurückgeht, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Die Statistik wird erst dann erhoben, wenn die Search-Konsole auch eingerichtet wird. Der letzte Datenpunkt ist jetzt hier vom 10. Mai 2018. Also wir gucken jetzt hier gar nicht auf 12 Monate zurück, sondern eben vielleicht ein halbes Jahr so ungefähr. So, und da haben wir dann eben 49 Klicks, 315 Mal wurde jetzt hier Flowers Deluxe angezeigt und dementsprechend auch ein Stück weit gesucht, kann man sagen. Was noch ein bisschen unschön ist, ist, dass ihr bei Flowers Deluxe gar nicht auf der 1 steht, nur bei Deluxe Flowers, also das ist auch ein bisschen komisch. Also da habt ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen Arbeit vor euch, der Blumenmarkt ist ja auch relativ hart, es gibt relativ viele Wettbewerber und da müsst ihr ein bisschen mehr trommeln, damit auch eure Marke bekannter wird, und das fließt dann natürlich auch in die Beurteilung der Relevanz und die Vertrauenswürdigkeit eurer Webseite mit ein. So, ich habe dann nochmal nach Looks gesucht. Da muss man jetzt natürlich aufpassen. Leider kann man hier keine Filter kombinieren mit AND oder OR. Man kann immer nur pro Filter ein oder pro Filtergruppe nur einen Filter setzen. Die regulären Ausdrücke gehen auch nicht. Da gibt es nur ein Workaround über Google Analytics, aber das würde jetzt zu weit führen. Also auch hier sieht man nochmal, da waren jetzt noch ein paar Deluxe-Sachen dabei, sind aber auch ein paar so Deluxe-Rosen, das sind eher so ein bisschen allgemeinere Sachen. Also da kommt jetzt auch nicht viel mehr bei raus.
So, dann haben wir noch den Vintage Driver. Hier in den letzten 12 Monaten, da haben wir auch mal 12 zusammen jetzt hier, oder? Nee, auch nicht. Also auch erst seit September, also noch kürzer. Wir sind ja jetzt eher gerade mal an Mitte November, also 3,5 Monate oder sowas in der Art. Seid ihr jetzt mit dabei? Nicht mal September, Oktober, November, ja, naja, so in der Art, ne? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, selbst wenn man hier 12 Monate einstellt, es wird halt erst dann angezeigt, wo ihr dann auch mit dabei wart hier mit der Search-Konsole. Aber hier sieht man wieder, ist jetzt auch ein kleinerer Shop, glaube ich, dass die Brand-Keywords, Vintage-Driver zusammen und auseinandergeschrieben, den größten Teil der Klicks oder zumindest mal pro Keyword gesehen, die beiden Top-Keywords sind. Auch auf der 1 und 1,8, je nachdem, wie es geschrieben wird. Hier auch nochmal geguckt, da muss man natürlich aufpassen, Vintage, da kommen natürlich auch viele andere Sachen, so wie Vintage-Koffer und so weiter, also da kam jetzt keine neue Kombination, da bleibt es bei diesen beiden mit 125 und 88 Klicks von 300, also so, ja, schon ein großer Anteil, ne, also über 200, 210, 215 von 300 Klicks kommen allein über die Brand und das ist jetzt hier aber auch auf dem kleinen Niveau leider eher ein schlechtes Zeichen, finde ich, wenn eben der Brandanteil jetzt hier so hoch ist, dann ist es für mich eher, deutet es eher darauf hin, dass ihr eben mit den eigentlichen Produkten und Kategorien noch nicht so gut rankt, also da könnte man auch nochmal nacharbeiten, ja, der Filter auf Driver bringt jetzt auch nicht so richtig viel, da kommen jetzt natürlich auch noch ein paar komische Keywords, sowas wie Driver, Hannover und Classic Driver, also andere Brands oder generische Keywords, die eigentlich nicht so gut zu euch passen, finde ich. So, dann haben wir noch equisaverpackungen.com. Hier sieht man auch, dass die Search-Konsole erst seit Juni irgendwie vorhanden ist und jetzt hier auf der HTTPS-Variante ohne www auch erst seit 2. Juli Traffic drauf. Also da haben wir auch noch nicht so lange dieses Property. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es vielleicht noch eine www-Variante gibt, die noch mehr Klicks hat. Das ist halt eben immer genau die Problematik mit der Search-Konsole. Ihr müsst halt alle Schreibweisen anlegen. Aber wie dem auch sei, auch hier haben wir einen relativ hohen Anteil Suchanfragen mit Brand, also Equisa sehen wir ja hier schon, die ersten drei, dann kommt hier noch mehr. Also da ist schon relativ viel von den 773 sind über 400, also gut, mindestens 60% sind hier jetzt auch Brand. Und es ist leider jetzt auch in diesem Fall wieder so ein bisschen zu vermuten, oder auch so ein bisschen die Analyse eher, dass es jetzt nicht daran liegt, dass ihr jetzt zu viel Brand habt, sondern dass ihr zu wenig generische Rankings habt. Ja, also da muss man dann eben auch sagen, da ist die Suchmaschinenoptimierung dann vielleicht noch nicht so erfolgreich oder noch nicht so konsequent auf die generischen Themen durchgeführt worden. So, letztes Beispiel ist der Fabio Glor, denn auch ein Name, eine Person kann ja eine Personenmarke sein oder eben eine Personal Brand, also für alle Freiberufler, Fotografen, Künstler und so weiter da draußen. Hier gibt es natürlich genau das Gleiche. Wir haben jetzt hier 796 Klicks seit 20. November, also auch das ist jetzt 20. November 2017, also hier haben wir tatsächlich mal jetzt die 12 Monate voll, also da gab es jetzt auch nicht viel mehr Klicks, eben diese 769 und 141 fallen alleine auf eben den Namen Fabio Glor. Jetzt habe ich hier nochmal nach Glor gefiltert, dann sehen wir jetzt hier auf den Nachnamen von 769 sind eben 145, die Glor beinhalten und das bezieht sich jetzt aber auch wieder vor allem auf die 141 von dem Namen Fabio. Er hat dann noch dieses Glorious und dann hat er vielleicht noch eine Schwester oder eine Frau, Tanja und noch die Fabienne und noch der Timo und noch die Mia und so weiter. Da gab es aber nicht mal mehr Klicks zu. Also insofern, auch hier ist sicherlich noch Potenzial nach oben da. So, und wenn du jetzt auch mal deine SEO-Agentur oder deinen SEO-Mitarbeiter nach dem Brandanteil eures SEO-Traffics fragst oder selber direkt in der Search-Konsole nachschaust, gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Natürlich sowieso auch gerne, wenn du bis jetzt dran geblieben bist und irgendwas mitgegeben hast. Freut mich immer, wenn ich sehe, dass es eben vielen Leuten gefällt
Wenn du eine Frage hast und vielleicht auch mal den Anteil deines Brand-Traffics aus SEO mit uns teilen willst und wir dann vielleicht darüber diskutieren, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig, was kann man vielleicht machen, um den organischen Teil zu erhöhen oder was kann man vielleicht machen, um auch die Markenbekanntheit zu steigern, weil natürlich die Conversion Rate und der Traffic und die Rankings bei markenbezogenen Begriffen viel einfacher und besser konvertieren. Also schreib unten in die Kommentare, am liebsten bei YouTube oder eben bei Facebook oder Soundcloud für den Podcast, wie hoch ist denn dein Brandanteil? Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion und werde auch anlässlich jetzt der 1000 Subscriber, die ich bei YouTube erreicht habe, also 1000 Abonnenten, die mir hier regelmäßig folgen, im Dezember für alle Kommentatoren eine tolle Aktion fahren. Da bleibt gespannt, klickt schon mal auf die Subscribe-Schaltfläche und schaltet euch die Benachrichtigung ein über diese kleine Klingel daneben, damit ihr dann auch jeden Tag mit dabei bleibt. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao und schönes Wochenende.